So Leute, recht herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, zu diesem weihnachtlichen Weihnachtsvideo, was eigentlich gar nicht so weihnachtlich ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Abgesehen von dieser wunderschönen Weihnachtsmütze, die ich mir gekauft habe. Hört man mich noch, wenn ich das Ding irgendwo... Okay, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Hallo! Erst einmal, wenn ihr das Video seht, ist der 24.12. und in großen Teilen der Welt ist das bekannt als der Heiligabend. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. In diesem Sinne also, fröhliche Weihnachten. ja, für mich ist gerade noch, ist es gerade der 14.12. dementsprechend nehmen wir das hier im Ganzen ein bisschen voraus auf. Denn, wenn ihr das seht, an dem Tag, an dem es erscheint, bin ich in der Heimat. Ich bin gar nicht mehr hier, wo ich jetzt gerade sitze. Und das wird eine sehr schöne Zeit, denn momentan bin ich ja noch ein bisschen im Referatstress. Übermorgen, mein letztes Referat, dann bin ich durch. Huh. Und, Tastatur Großformat zeigen. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt, abgesehen in den Streams? Ich weiß gar nicht. Egal. Ich bin gerade voll off-topic. Was ist hier los? Ja, fröhliche Weihnachten und so. Das ursprünglich geplante Weihnachts-Special-Video, was ich ja mal vor einiger Zeit angekündigt habe, habe ich ja, ich denke mal zu dem Zeitpunkt, werde ich das doch nochmal im Community-Post geschrieben haben, ist ja abgeblasen. Kommt später. Aber gut, dazu später mehr. Stattdessen gibt es heute mal so ein kleines Weihnachtsvideo, ein klitzekleines, was auch mit seiner Kernthematik recht schnell vonstatten gehen soll. Denn ich werde heute mal ein Geschenk auspacken. Ein Geschenk, das ich mir selber gemacht habe. Ja, und ich bin mir zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht sicher, ob ihr es schon anhand des Titels wisst oder ob ich es einfach noch geheim halte. Denn ich habe mir etwas gegönnt. Ja, ich habe mir so eine Kleinigkeit gegönnt, die ich nur mit euch zusammen auspacken will, die auch für euch nicht von großer Irrelevanz sein muss. Denn... Oh, überbelichtet. Asterix und Obelix XL3 in der Limited Edition. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Nochmal so. Dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, als dieses Spiel erschienen ist. Vor mittlerweile einem, also wenn ich das hier aufnehme, vor einem Monat ungefähr. Und ich aber aufgrund des Geldmangels und momentan anderer geplanter Projekte nicht dazu komme, das hier ja, mir zu besorgen und quasi zu Let's Playen. Jetzt habe ich so die letzte Zeit doch ein bisschen sparsam gelebt, habe wieder ein bisschen Geld auf dem Konto und dachte mir, komm, ich gönne mir das Spiel jetzt schon mal, damit wir es dann quasi nach Weihnachten, wenn das aktuelle Projekt GTA oder The Darkness, je nachdem was zuerst beendet ist, ich kann es zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau sagen, je nachdem was zuerst beendet ist, wird dann quasi von dem Spiel hier abgelöst. Ja, und diese Limited Edition enthält nämlich noch einen kleinen Bonus, erkennt man es da unten, enthält zwei Figuren. Ja, der Fokus ist jetzt nicht so geil. Aber passt schon. Und ich bin mir nicht sicher. Es gibt nur diese Limited Edition zu kaufen, zumindest auf Amazon. Und auch im Läden habe ich nur das gesehen. Und nochmal so eine Collector's Edition, die nochmal fetter ist, die dann irgendwie 100€ kostet. Und da dachte ich mir, für das Spiel muss es jetzt nicht sein. Und da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob vielleicht wirklich diese Limited Edition auch trotzdem limitiert ist. Und es dann vielleicht bald nicht mehr in physischer Form zu kaufen gibt, sondern nur in digitaler Form. Und da ich ja mittlerweile an einem Punkt angelangt bin, das habe ich schon öfter gesagt, dass ich wieder mehr auf physische Versionen von Spielen zurückgreifen möchte, ja, ist es dann vielleicht ganz gut, wenn ich mir das jetzt schon mal besorge. Weil da hinten seht ihr, das ist meine Spielesammlung, das sind tatsächlich alle Spiele, die ich in physischer Form habe. Es sind gar nicht so viele für mich, deswegen will ich da jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen aufstocken in nächster Zeit. Im Kapitalismus frönen. Ja, und ich würde sagen, wir packen jetzt einmal aus, das ist ja jetzt nicht so spektakulär viel und komplex, deswegen machen wir es mal in der Kameraperspektive. Ich denke mal, das klappt. da seht ihr schon nicht mehr. Plastikfolie zu entfernen ist ja jetzt sowieso nicht so spannend, ne? Ich muss gucken. Achso, ich habe es mir dann auch für die PS4 geholt, weil ich mir dachte, ich glaube, es gibt auch die nur für die Konsolen in physischer Form. Auf dem PC kann man es auch auf Steam kaufen, aber dementsprechend nur digital. Und da ich die anderen Asterix-Spiele ja auch in der Playstation-Version habe, also auf der Playstation, außer das Remake von Teil 2, das hatte ich mir auch auf Steam geholt, dachte ich mir, passt das ja ganz gut, wenn wir es dann auch auf der Konsole zu Ende führen. Und vielleicht kriege ich eine Platin-Trophäe. Ich kann mir vorstellen, dass es hier nicht so schwer ist. Theoretisch war die Platin-Trophäe von XXL2 ja auch super easy bei dem Remake, weil auf Steam habe ich auch alle Achievements in den Streams bekommen, weil das sehr einfach war. Man muss nur 100% durchspielen. So, auf jeden Fall schon mal hier so eine etwas... hoppala. Etwas rauere Hülle. Ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz so unedel, möchte ich behaupten. Ja, was steht eigentlich hinten drauf, ne? Eine gemeinsame Odyssee unter Freunden mit viel Humor und schallenden Ohrfeigen. Spiele gemeinsam im Zweispieler-Modus mit Asterix und Obelix. Ich werde es alleine spielen. Ich habe natürlich keine Freunde.
Kein Römer würde dir widerstehen. Beherrsche den geheimnisvollen Kristallhinkelstein. Enthält zwei Figuren, genau. Das Spiel heißt ja auch, ne, der Kristallhinkelstein mit Untertitel. Ist sehr anders als die anderen XXL-Teile, also als die beiden anderen. Da das eher so ein bisschen aus der Vogelperspektive ist. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo erkennen kann. Ja, kann man so ein bisschen, ne? Ja, im Grunde genommen, so wie das Bild da oben ist, so spielt sich das Ganze auch. Ich habe schon mal ein bisschen Gameplay mir angeguckt. Ich bin, ne, offen. Ich bin tolerant, wir spielen es trotzdem. Genau, so. Ah, okay, jetzt muss man hier richtig so eine... Okay, können wir uns nochmal angucken hier. Ist eigentlich nur noch das Gleiche, nur ohne irgendwie... Ne? Die Fülle drum. Hier schon ein leichter Knick. Das gefällt mir nicht. Ich mag so eine Pillen nicht, ne? So eine... Da habe ich immer Angst, dass ich es zerknicke. Das möchte ich nämlich eigentlich nicht. Weil ich jemand bin, der sehr gut mit seinen Dingen umgeht und sie nicht kaputt machen möchte. Scheiße, das geht überhaupt nicht. Jetzt kriege ich auch gerade einen Schluck auf. Das ist natürlich auch wieder sehr passend. Fuck. Okay, ich muss es kurz... Fuck. Ich habe Angst. Mach mal nicht kaputt hier. Ich krieg das nicht auf. Geht das unten vielleicht besser? Hier, oh, ja, unten geht's besser. Okay. Natürlich jetzt... Ah, okay, die andere Seite wenig. Hier ist natürlich wieder jetzt ein Knick drin, aber das ist ja irgendwie immer so. Gut. Dann eben von hier, ne? So. Machen wir es so, damit ihr mehr seht als ich. Ihr seht nicht mehr als ich, aber wenn ich so mache vielleicht. Okay, hier haben wir jetzt scheinbar die Figuren. Aber ich würde sagen, wir gucken uns zuerst das Spiel an, oder? Wusch. Okay, ist gar nicht ein USK-Logo drauf. Was? Früher hätte mein Autismus jetzt gekickt und ich wäre ausgerastet. Weil es muss alles schön gerade und gleich sein. Okay. Ach, guck mal, da steht jetzt sogar auf Englisch drauf. The Crystal Man hier. Jetzt steht das da. Ich könnte es nicht sehen, ne? Doch, da. Crystal Man hier. Steht auch vorne drauf. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte lieber schon alles auf Deutsch und gleich. Ich bin nicht mehr so, ne? Tauscht das nicht um. So. Leute, die mich privat kennen, ich habe das jetzt selber in den Videos nicht so immer erläutert, aber ich bin da sehr autistisch veranlagt gewesen früher. Ich musste immer alles schön ordentlich und gleich haben. Alles musste gleich aussehen. Ich habe diesen Tick immer noch ein bisschen, aber nicht mehr ganz so krass auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen gelernt, dass es auch zum Teil ein bisschen dumm ist. Dass ich ein bisschen dumm war. Ja. Aber generell Ordnung immer noch. Das ist mir auch wichtig. So, Plastikfolie weg hier. Schön Plastik produzieren. Geil. Okay. Ja, ne? Spiel an sich und noch nicht mal so ein Zettel drin. Sonst gibt es ja manchmal so diese einseitigen Zettel von wegen, wie die Steuerung funktioniert. Ja, nicht mal das. Schade eigentlich. Anleitung mochte ich eigentlich früher mal sehr gerne. Ja, hier im Grunde genommen die gleiche, nur auf Englisch. An adventure to share, full fun, slapping and friendship. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. So, aber jetzt gucken wir uns mal die Figuren an hier, ne? So. Ich denke mal... Ja, okay, das ist auch wirklich nur so. Ist jetzt nicht so viel. Meine Plastiktüte. Kann man die irgendwo aufmachen oder ist die... Nee, die ist zugeschweißt. Okay. Man kann natürlich auch die Luftlöcher benutzen und die hier dann aufpulen. Machen wir den Trick. Nur ein bisschen gefährlich, dass ich was kaputt mache, aber eigentlich nicht. So, und hier sind sie. Kann ich sie? Sind die? Ne, die sind nicht zusammen. Das sind zwei Figuren. Okay. Oh Gott, ich krieg gar nicht raus hier. Ach Gott. Ich will halt auch nicht mit zu viel Gewalt rangehen. Nicht, dass irgendwas abbricht oder so. Die sind aber recht festgemacht tatsächlich. So, Asterix. Fokus. Do your thing. Danke. Schön mit einem Wildschwein drauf. Ja, habe ich ja auch schon mal erzählt. Momentan lese ich wieder die die Obelix-Comics. Wer kennt sie nicht? Die Asterix-Comics. Habe ich jetzt gerade gesagt, weil ich die Obelix-Auspackung gerade an ihn denken musste. Geht so ein bisschen Dreck drauf, kann das sein? Ist jetzt nicht super hochwertig gemacht, ne? Aber ist okay. Ich meine, das Spiel hat 45 € gekostet, ne? Ich meine, für die Limited Edition mit diesen Figuren dabei. Das ist halt absolut okay, denke ich. Keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Und wie gut es nun im Endeffekt ist. Und hier Obelix ist auch gleich schon mal dreimal so schwer wie Asterix. Ist kein Witz.
Trikot. Der hat auch einen dicken Hinkelstein hinten drauf, ne? Da ist das eine Zahl. Ach, da steht hier wie dieses CE. Ich weiß bis heute nicht, wofür dieses CE da steht. Seht ihr das? Weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, ich lese momentan wieder die Asterix-Comics. Das ist ganz lustig. Ich habe eigentlich so ohne Hintergrund angefangen. Weiß gar nicht, ob ich die angefangen hatte, als ich schon als es schon angekündigt war, als ich das schon mitbekommen hatte oder erst danach. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Zumindest ist es so, dass ich die jetzt wieder angefangen habe. Ich lese meistens abends immer einen Comic und das ist halt super cool, weil zum einen sind sie sehr viel besser als damals, als ich sie gelesen habe, weil ich viele Witze jetzt erst verstehe, weil er ja mitunter sehr viel Gesellschaftskritik und so mit inbehalten ist und sehr viel Humor, den man erst versteht, wenn man ein bisschen erwachsener ist. Jetzt nicht im, weiß nicht, sexuellen Sinne oder so, sondern eher so, ne? Eben dieses gesellschaftskritische, satirische. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch echt scheiße gealtert. So gerade Rassismus und so. Boah, passiert da schon öfter mal so ein bisschen. Aber ich nehme es mit Humor. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das in Apparello hier mal wieder zu. Die Packung behalte ich natürlich. Natürlich. Das sehe ich jetzt vielleicht nicht. Das hier und das hier. Ja, muss ich gucken, ob ich das nochmal gleich anordne für ein schönes Bild, fürs Thumbnail dann später. Ich werde es dann nachträglich auf jeden Fall. Ich werde es ja in die Unboxing-Playlist mit reinpacken. Und dann haben wir nochmal die Figuren. Kann ich die hier irgendwie so... Und, oh Gott, den Obelix kriege ich doch hier rein, oder? Geil. Ja, das ist das Pack. Gut, packen wir es mal weg. Ja, Asterix Obelix XL3. Wie gesagt, momentan GTA San Andreas und The Darkness laufen. Ich bin momentan immer noch dabei, ein bisschen vorzuproduzieren. Wobei ich den vorproduzierenden Teil... Man sieht mein Ohr, ne? Wobei ich mit dem vorproduzierenden Teil fast fertig bin. Ich muss das Ganze nur rennen und hochladen. Das dauert auch noch ein bisschen, ja. Je nachdem, das, was zuerst endet, wird dann quasi von eben dem Spiel abgelöst. Das wird dann das Folgeprojekt. Ich kann es überhaupt nicht sagen. The Darkness, keine Ahnung, wie lange das geht. Und das GTA nähern wir uns langsam dem Ende, aber ein bisschen fehlt ja schon noch was. Weiß ich nicht. Ich würde sogar fast behaupten, GTA endet zuerst, aber ich weiß es nicht. Ja, zumindest nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, ne? Geht es los. Wenn ich mal. Ey. Damit. Bin sehr gespannt drauf. Gut. Dann soll es das auch eigentlich gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Weihnachten, ein frohes Fest heute Abend, heute Vormittag, was auch immer ihr tut. Wenn ihr überhaupt feiert, vielleicht feiert ihr nicht. Es ist mir es ist mir egal. Ich werde heute Abend bei meinem Onkel sein. Ist lustig, wenn ich das sage, heute Abend, weil für mich ist es erst in 10 Tagen. Aber ne, ich bin, mal, wie gesagt, bei meiner Familie und zusammen mit dem Rest der Familie sind wir bei meinem Onkel in Hannover und werden dort ein bisschen sein, essen, reden und dann irgendwie auch Geschenke auspacken. Ich wünsche mir übrigens Death Stranding. Das ist übrigens das Einzige, was ich mir wünsche. Ansonsten Geld, weil, ne, ich muss ja irgendwie mir Dinge kaufen. Es gibt sehr viele kleine Dinge, die ich mir gerne kaufen möchte in nächster Zeit. So ein paar Sachen stehen auf meiner Liste, aber das sind halt so kleine Sachen, das immer wünschen. Dann habe ich da 50.000 Pakete rumliegen. Ist halt auch irgendwie doof. Ja, ne, Kapitalismus. Tolle Sache. Also gut, ne? In diesem Sinne, ein frohes Fest, schönes Jahr euch allen noch. Gut, auf meinem Kanal geht's ja weiter. Ich kann euch dann ich denke mal an Silvester werde ich es dann veröffentlichen, kommt dann noch der Jahresrückblick, wo ich mich ja mal wieder 2 Stunden wahrscheinlich hinsetze und einfach nur über das vergangene Jahr rede, was so passiert ist. Ist eine Sache, die ich immer sehr, sehr gerne tue. Ist für mich auch immer so ein bisschen Highlight im Jahr. Ich mag das sehr gerne. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal reinschaltet. Wie gesagt, ist quasi ein Podcast, ihr könnt es euch runterladen, wenn ihr wollt, wenn ihr wisst, wie das geht. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß eigentlich, wie es geht. Es gibt tatsächlich, ich kann das mal tatsächlich in der Beschreibung vielleicht verlinken dann in dem entsprechenden Video. Es gibt so ein Tool im Internet, wo man ganz leicht YouTube-Videos quasi in MP3 runterladen kann und direkt aufs Handy laden kann, sodass man es zum Beispiel auch dann unterwegs oder so hören kann. Genau, das habe ich zu dem Zeitpunkt hier, wo ich das hier aufnehme, allerdings noch nicht aufgenommen. Das werde ich wahrscheinlich dann übermorgen, nachdem ich mit meinem Referat durch bin und befreit bin, werde ich das wahrscheinlich dann tun direkt. Und ich werde jetzt erstmal weiter an meinem Referat arbeiten. Spaß. Aber ich bin fast fertig. Also Spaß im Sinne von, ich werde Spaß dran haben. Nicht, dass das war ein Witz. Aber ja, ich werde, ich bin fast fertig, wollte ich sagen. Es ist nicht mehr viel. Und ich werde da schon schaukeln. Gut.
Dann jetzt aber danke fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen und wir sehen uns dann wieder bei anderen Videos und so weiter und so fort, was ich auch immer gesagt habe, ne? Also bis denn und fröhliche Weihnachten. Tschüss. Ich muss nochmal meine Mütze hier schwingen. Woo. Ja. Irgendwie so, ne? Tschüss.